Steht Zalando vor dem Aus? In den letzten Wochen häufen sich die negativen Schlagzeilen um Zalando immer mehr. Wird Zalando diese Krise halbwegs unbeschadet überstehen oder ist das der Anfang vom Ende für Zalando? In diesem Video erfährst du, was bei Zalando genau passiert ist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Alitube. Ich bin Alina und hier dreht sich alles um unser Konsumverhalten. Viel Spaß auf meinem Kanal und bei diesem Video. Was ist bei Zalando passiert? Tja, wo fange ich mal an? Ich muss dafür kurz ausholen. Während der Corona-Krise, als der stationäre Handel litt, hatte Zalando einen richtigen Höhenflug. Zalando wurde für viele Geschäftstreibende der Held in der Not. Gerade kleinere Geschäfte, die keinen Online-Shop haben, konnten von Zalandos Konzept Connected Retail profitieren. Stationäre Geschäfte jeder Art und Größe konnten ihre Artikel über die Zalando-Plattform verkaufen. Mittlerweile sind es 7000 Geschäfte, die diese Plattform nutzen. Gerade in der Pandemie war das für alle eine Win-Win-Situation. Die lokalen Händler konnten einen Teil ihrer Artikel über die Plattform verkaufen, anfangs sogar gebührenfrei, und ihren Kundenstamm erweitern. Und Zalando hingegen profitiert von einer Vergrößerung des eigenen Sortiments und von der Provision, die sie für nicht retournierte Bestellungen bekommen. Also müssten doch jetzt alle zufrieden sein, oder? Naja, jetzt erhöht Zalando drastisch und dazu auch noch ziemlich überraschend die Gebühren. Von bis zu 25%iger Provision ist aktuell die Rede, teilweise eine Steigerung um das Doppelte der bisherigen Gebühren. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Händler reagieren. Für viele dürfte das jetzt unwirtschaftlich werden. Die Gebühr wird sukzessiv gesteigert. Schon ab dem 1. April beginnt die Erhöhung. Viele müssen jetzt leider in den sauren Apfel beißen und diese Gebühr zahlen. Einige wollen Zalando aber auch verklagen. Abspringen können viele nicht so einfach, weil sie längst auf die Gewinne über die Plattform von Zalando angewiesen sind. Viele Händler bangen jetzt um die eigene Existenz. Einige werden vielleicht auch auf andere Plattformen wie Amazon oder Otto wechseln. Klar ist, dass Zalando gerade richtig aussieben möchte, aber warum? Zalando geht auf Sparkurs, weil der Konzern im letzten Jahr extreme Gewinneinbrüche zu verzeichnen hatte. Und wenn ich meine extrem, dann so richtig. Waren die Gewinne 2020 und 2021 noch bei über 220 Millionen Euro, verzeichnete Zalando 2022 hingegen lediglich einen Gewinn von gerade mal 16,8 Millionen Euro. Autsch. Zalando reagiert nun auf die Gewinneinbrüche mit hunderten Stellenstreichungen, mit der Reduzierung der Abnahmemenge von Kleidung durch rund 1600 Markenpartner und eben mit der Erhöhung der Provision für Handelspartner. Auch die Kundschaft kriegt die ersten Sparmaßnahmen durch den Online-Riesen zu spüren. So ist ein Mindestbestellwert von 29,90 Euro eingeführt worden. Unterschreitet man diesen, werden Versandgebühren von 4,90 Euro fällig. Wobei man sagen muss, dass das Thema echt schwierig ist, weil das auch dazu führen kann, dass man einfach extra mehr bestellt und den Rest wieder zurückschickt, da die Retoure immer noch umsonst ist. Damit tut sich also Zalando vielleicht keinen richtigen Gefallen, aber das ist eine andere Sache. Wie kam es zu Zalandos Gewinneinbruch? Vielleicht, weil Zalando an Kundinnen und Kunden verliert? Nein, ganz im Gegenteil. Über 51 Millionen aktive Kundinnen und Kunden verzeichnet Zalando seit letztem Jahr, mehr als noch 2021. Ist vielleicht die Menge an Retouren drastisch hochgegangen? Immerhin ist das ein großes Problem im Onlinehandel und ziemlich kostspielig, gerade weil Zalando viele Standorte hat, was das Retourenmanagement nochmal komplizierter gestaltet. Das kann aber auch kein ausschlaggebender Punkt für den Gewinnrückgang sein, da Zalando nach eigenen Angaben die Retourenrate sogar leicht senken konnte. Ein Faktor ist natürlich, dass der stationäre Handel wieder aktiv ist, weshalb viele Menschen wieder mehr offline einkaufen. Lange hatte der Onlinehandel stark dominiert, aber hier ist gerade ein starker Einbruch bemerkbar. Amazon, eBay, Shopify, HelloFresh. Sie alle stecken in einer Krise und müssen deshalb in den Sparmodus wechseln. Auch an Zalando ist die Wirtschaftskrise nicht spurlos vorbeigegangen. Nicht nur die Bevölkerung leidet unter steigenden Preisen bei Energie- und Lebenshaltungskosten, auch Konzerne wie Zalando. Hinzu kommt, dass sich durch die Inflation zusätzlich das Konsumverhalten der Menschen verändert hat. Wir alle müssen sparen und das spiegelt sich in den Zahlen wider. Jetzt stellt sich die Frage, ist das das Ende von Zalando? Ich persönlich denke, dass Zalando und auch andere Online-Anbieter weiterhin wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft bleiben und nicht plötzlich verschwinden werden. Ich habe zwar keine Glaskugel, aber ich bezweifle, dass die aktuelle wirtschaftliche Krise so schnell vorbei sein wird, weshalb Zalando auch in diesem Jahr nicht an die Zahlen von 2020 oder 2021 rankommen wird. Sowohl die Wirtschaft als auch wir Konsumentinnen und Konsumenten werden uns davon finanziell noch lange erholen müssen.
Aber wir Menschen neigen ja schon dazu, sobald sich die Lage stabilisiert, wieder in alte Muster zu verfallen. Ich persönlich hoffe das natürlich nicht, aber es könnte passieren, dass wir, sobald die Wirtschaft sich erholt hat, wieder in alte Muster verfallen und in den Hyperkonsum verfallen, wie ich es gerne nenne. Bleibt abzuwarten, was passiert und welche Schritte Unternehmen wie Zalando tun werden, um sich zu erholen und unsere Kauflaune wieder anzukurbeln. Obwohl Zalando gerade mit starken Gewinneinbrüchen zu kämpfen hat, möchte der Konzern zu einer wohlgemerkt nachhaltigeren Modeplattform werden und Wachstumschancen ergreifen. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich erzählt habe, wie komplex das ganze Geflecht um Zalando ist. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, die Hintergründe zu Zalando in einem weiteren Video zu vertiefen. Im Video nächste Woche erfahrt ihr, für welche Punkte Zalando stark kritisiert wird und wo Zalando auch ansetzen möchte, um Bedenken zu beseitigen. Also schaut nächste Woche auf jeden Fall rein, wenn euch das Thema rund um Zalando interessiert. Mein Fazit: Dass Zalando wie auch viele andere Konzerne eine Krise durchmacht, ist nicht überraschend. Es zeigt nochmal, wie groß das Ausmaß der aktuellen Wirtschaftskrise ist. Die Krise hat nach dem stationären Handel auch den Onlinehandel erreicht. Starke Gewinneinbrüche zwingen Zalando in die Knie. Hunderte Stellen werden gestrichen, Abnahmemengen von Markenpartnern gesenkt, ein Mindestbestellwert eingeführt und Gebühren für Handelspartner stark erhöht. Das wird zur Folge haben, dass einige Händler um ihre Existenz bangen werden und andere abwandern. Faktoren wie steigende Energiepreise und Lebenshaltungskosten, die Inflation und das dadurch veränderte Konsumverhalten der Bevölkerung sind maßgebend für den Gewinneinbruch von Zalando. Natürlich kann ein weiterer Faktor sein, dass Menschen auch generell bewusster einkaufen, lieber hochwertige und teure Marken, dafür aber weniger, also Qualität vor Quantität. Das ist natürlich meine eigene Wunschvorstellung. Und vielleicht bietet ja auch diese Krise eine Chance, das eigene Einkaufsverhalten mal zu überdenken. Was meint ihr? Kann das mit Grund für die eingebrochenen Zahlen sein oder steckt da noch mehr hinter? Schreibt mal gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Ich hoffe, der kleine Einblick in die aktuelle Lage bei Zalando hat euch gefallen. Und ja, schreibt gerne mal, was ihr davon haltet. Was glaubt ihr, wohin sich Zalando und der Onlinehandel generell entwickeln wird? Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin euch allen einen wunderbaren Tag. Eure Alina. Für viele dürfte das jetzt unwirtschaftlich. Nochmal. Was möchtest du mir erzählen? Du unterbrichst mich hier. Was möchtest du denn? Was ist denn los? Ja. Okay. Möchte der Konzern zu einer wohlgemerkt nachhaltigen... Nochmal. Willst du das Video beenden? Hm, Jamie? Möchtest du das beenden? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.